Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi. Falls du die letzte Folge gesehen hast, dann weißt du, es lief wirklich gut. Und wenn nicht, empfehle ich sie dir. Lege dir wirklich ans Herz. Da lief es einfach gut. Doch, kann man so sagen. Und ich bin natürlich frohen Mutes, dass es diesmal genauso gut läuft. Hier mit unserem Kriegsschiff auf zu dem Chinesen. Mit dem Russen haben wir ja mittlerweile mal eben Frieden gemacht, nur nachdem wir ihm hier Kiew und Moskau geraubt haben. Hier bauen wir mal schön ruhig, schon wieder unzufrieden hier. Bauen wir mal, wir bauen noch so eine Einheit. Ne? Gut, den brauche ich jetzt aus Sumer, warte mal. Das ist der, ist aus Kiew, der wird befestigt, der aus Sumer geht hier drauf. So viel ist der Frieden wert mit dem Russen, ne? Da kann man es mal schön sehen, ja? Mann. Knallt er uns einfach hier, sneaky little Chinese, den kannten wir ja schon. Aber dass jetzt der Russe auch noch so hinterhältig, ich hätte fast noch ein schlimmeres Wort gesagt, ich sag's aber nicht, ne? An dieser Stelle, aber ich bin verärgert. Und fast schon mehr als das. Ich bin sauer. Naja, gut, schnappen wir uns erstmal einen Chinesen jetzt hier. So, wie sieht's hier aus? Hier müssen wir noch ein bisschen siedeln, es nutzt alles nichts. Und mit ihm hier wollten wir auch ja noch... Naja, ein Wald kann ruhig noch weg, ne? Oder? Ja, komm, einen Wald hauen wir noch weg. Zack. Oh, Mann. Oh, das gibt's doch nicht. Das... Alter, was ist das für eine Logik? Oh, Mann. Ach so, wir schauen mal ganz fix hier, ob wir hier mit ihm noch schnell... 1, 2, 3, 4. Hallo, entschuldige mal bitte. Ich war noch nicht fertig mit dir. So, dann hauen wir hier nämlich Rifleman rein und hier unsere ganzen, bis auf die Kanone, die lassen wir mal. Aber der Rifleman kommt rein, der Panzer kommt rein. Ja, die Kanone, die bleibt hier auf dem Schiff. Mit der nehmen wir den Chinesen ein, wenn wir die Stadt hier platt gemacht haben. Mann, ey, das ist schon... Heidewitzka da. Ist schon alles nicht ohne hier. Was hier abgeht. So, Athen sieht eigentlich ganz gut aus. Dann könnte ich mit ihm hier ruhig noch so ein bisschen Eisenbahnverbindung bauen. Ach, nee. Ja, letzte Runde lief alles super. Und jetzt kommt da der... Oh, das gibt's nicht. Ach, und mit dem Panzer können wir da wieder... Ach komm, hör mir doch auf. Was ist denn das für eine Logik? Panzer überrollt sie alle, oder was? So, hier gibt es auch Umweltverschmutzung. Das bedeutet Recycling. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall das noch gebaut. Ich glaube, wir bauen hier einfach mal eine Stadtmauer. Was bringt die? Ja. Plus 200% und es kostet keine Bewohner quasi, keine Bevölkerung, wenn er uns angreift und hier platt macht. Bauen wir hier City Walls, würde ich sagen. Ja, so einfach ist die Kiste. Und in Kiew... Scheiße, das Geld geht auch langsam aus. Oh Mann. Gut, der wird auf jeden Fall mal befestigt. Mit ihm gehen wir hier zum Chinesen. Nutzt ja alles nichts hier. Zwei Frontenkrieg. Oh... Also das Kampfsystem ist so echt für den Arsch. Mit dem Panzer. Ich meine, das ist ein Panzer. Der rollt da drüber oder macht einmal Boom und die sind weg. Oder was? Haben die da eine... Ja gut, vielleicht hatte der auch gerade eine Panzerfaust noch. Auf seinem Katapult. Das kann natürlich sein. Ja, so wird's gewesen sein. Der hat einfach eine Panzerfaust benutzt und... Dann war der Panzer eben mal eben weg. So ein Ärger, ey. Ach, nee,
Nee, ich bin gerade not amused. Ich glaube, mit Stadtmauern kommen wir echt am weitesten. Als wenn wir da das ganze Geld in Einheiten pulvern. Athen baut Powerplants. Wow, sehr geile Produktion jetzt hier in Athen. Und wir wollten bauen. Oh, den Hoover Damm. Oh, das bringt, glaube ich, auch was Schönes, ne? Hydropower to all cities on the continent. Super, bauen wir das erstmal. Ja. Das ist quasi Wasserkraft. Und Wasserkraft bringt Produktion und ist gut gegen Umweltverschmutzung. Ja, reduziert, glaube ich, die Umweltverschmutzung und potenziert oder vergrößert zumindest die Produktion. Das finde ich super. So, Uruk hat mal eine Bank gebaut. Ja, das ist echt wichtig, dass wir hier so ein bisschen finanztechnisch aufpassen. Tja, was bauen wir jetzt hier? Eine Fabrik mal, ne? 29 Runden. Dauert ja eh bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. So, mit ihm gehen wir jetzt hier zum Chinesen. Und ja, hier bauen wir mal ein bisschen Eisenbahn. Das ist gar nicht so schlecht. So, jetzt haben wir hier in Kiew auch zwei Einheiten, ne? Dann bauen wir hier jetzt nämlich auch. Tempel wäre natürlich möglich, aber wir bauen hier auch eine Stadtmauer. Weil ich glaube, Stadtmauern sind zur Verteidigung ziemlich gut. Klar würde man jetzt sagen, hier in Zeitaltern von Panzern und weiß ich, was bringt eine Stadtmauer, aber selbst gegen Panzer sind die gut. Ich glaube, nur gegen Flugzeuge haben die irgendwie ein bisschen Einschränkungen. Aber. Was? Oh ja, Funds are running low. Mist. Ach ja. Rakete. Spaceflight with Computers. Na, das ist super, Junge. Da können wir schon langsam jetzt Richtung Raumflug gehen. Das finde ich ja mal geil. Das machen wir jetzt mal. Zack. Dann gewinnen wir eben so. Das war sowieso von Anfang an mein Ziel, ein Raumschiff zu bauen nach Alpha Centauri. Memphis, Aquädukt ist gut, Bank. Ja, wir brauchen Kohle weiterhin. Oh, 48. Also wir müssen jetzt mal gucken hier. Steuerrate. Die muss hochgesetzt werden, es nutzt alles nichts. So, mit ihm gehen wir jetzt hier 1, 2, 3 und holen uns jetzt quasi diese chinesische Stadt hier noch. Dann ist hier nämlich auch mal Ruhe im Karton. Hangzhou, sehr gut. Genau, da wird Rifleman gebaut von mir aus. Ja, ist in Ordnung. Und mit ihm gehen wir ruhig mal. Ist die Frage, Nanking ist doch auch eine Wasserstadt. Shanghai auch. Oder müssen wir einmal hier komplett rum? Müssen wir hier irgendwie rum? Auch so weit von Sarikum ist es auch nicht weit darüber, ne? Zum Chinesen. Oh. Naja, wir gehen mal hier Richtung Moskau und Russen, um da noch so ein bisschen Verteidigungsarbeit zu leisten mit unserem Kampfschiff. Eins, zwei, drei. Aber ruhig so ein bisschen erkunden zwischendurch noch. Das ist ganz gut. Funds are running low. Immer noch. 49. Recycling Center gebaut. Das sieht gut aus. Jetzt können wir hier auch Powerplant bauen. Ja, Bank und so Gedöns können wir nicht bauen, ne? Da brauchen wir ja auch Powerplants. Sarikum braucht ein Aquädukt, aber Sarikum baut doch schon eins. Ja, na bitte, das passt ja wie Faust aufs Auge. Er sagt mir, er braucht ein Aquädukt und zack, gibt's schon eins. Und alle sind glücklich. Schön, Sarikum ist schon schön. Die bräuchte ein bisschen mehr Produktion, definitiv. Da sind wir uns einig. 50 Runden für eine Fabrik. Naja, warum denn nicht? Ach komm, was soll's. Bis dahin sind wir schon dreimal auf Alpha Centauri. Wir sind übrigens sehr fruchtbar. 9 Millionen Städte. Sehr, sehr schön. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ein bisschen gucken hier. Ja, die Kanone
gehört zu Sumer, die bleibt auch mal sumerisch, möchte ich sagen. Weil Sumer mehr Kapazitäten hat, einfach als diese neue eingenommene Stadt, mehr Produktionskapazitäten. Ach ja, hier wird es auch schön, mal den Weg ein bisschen ausbauen, würde ich sagen. Jawohl, dass auch die Leute zu mir kommen. Oh. Ja, das sieht auch schon besser aus. Sumer baut Bank, genau, dass wir ein bisschen die Finanzen jetzt mal stabilisieren. Ah, hier müssen wir aber auch noch was gegen Umweltverschmutzung tun. Mit den vier da, das ist noch nicht gut. Geld steigt, so wie ich das sehe. 77 habe ich eben aus dem Augenwinkel gesehen. Ninive baut auch ein Recycling Center. Oh, zwei glücklich, drei unglücklich. Ninive muss einen rausnehmen. Ja. Ein Elvis brauchen wir in Ninive, sonst wird das da mal nichts. Und hier Ninive kann auch eine Bank bauen. Na, dann machen wir das doch. Spitzenmäßig. So, Ashur hat hier wieder mal schön die Umweltverschmutzung beseitigt und baut, oh, weiß ich auch nicht, das können wir hier nochmal was, in was können wir das umwandeln? In Wald? Nee, Quatsch, das ist Befestigung, vergesst es einfach. Nee, ich glaube, man kann es nur bewässern, ne? Oder? Was ist ein O? Geht das O? Geht nicht, nee. Ich glaube, in Civ 2 oder so konnte man dann transformieren. Geht hier wohl nicht. Bewässern geht auch nicht, nö. Also das ist quasi nutzloses Terrain. Was? Das macht sogar... Macht sogar jemand unzufrieden, oder was? Also gibt es denn sowas, so ein bisschen Tundra? Da kann man doch... Na ja, gut, Urlaub machen jetzt nicht unbedingt, aber sonst muss man nicht gleich unzufrieden werden. 1, 2, 3, 4, meine Barusse, ich komme nochmal in deine Richtung. So, ein bisschen Eisenbahn bauen. Die falsche Richtung gerade. Great Wall, alter Falter, ja, ja. Always, der baut hier irgendwelche veralteten, also Gunpowder habe ich ja nun schon vor ein paar hundert Jahren entwickelt. Baut hier irgendwelches veraltetes Krams, das ist schon lustig. In Kish. Naja, 4 und 4. Ja, ein Elvis reicht in Kish durchaus aus, um die Leute bei Laune zu halten. Wunderbar, ein bisschen Straße bauen. Und mit ihm wollten wir hier Richtung Moskau. Man könnte natürlich Sevastopol sich noch holen, ne? Da hätte ich auch Bock drauf. Ach, ist verlockend, aber keine Einheit übrig. Wirklich nicht, ne? Und das weiter Weg da auch hin. Nö, dann gehen wir hier nochmal ein bisschen gucken einfach. So, so, so. Ob wir hier noch irgendwelche anderen Nationen und Zivilisationen finden. Order restored, das ist wunderbar. In Kish, die Leute sind wieder glücklich. Also ich bin auch nicht unzufrieden, muss ich sagen. Vor allen Dingen bald haben wir den Hover Damm. Vielleicht sollten wir hier nochmal ein bisschen Karawanen irgendwie dann bauen. Zur Wunderunterstützung, ich glaube, das wäre auch nicht verkehrt. Hehehe. Was? Spaceflight. Was kann man jetzt bauen? Apollo-Programm-Wunder. Aha, und SS Structural Improvement. Na gut, dann bauen wir mal noch Plastics. Oh, Plastik? Ah, komm. Ach, und schon wieder Umweltverschmutzung. Mann, Mann, Mann. 1, 2, 4. So, einmal kurz gucken. Ups, Change. Apollo-Programm würde auch 15 Runden dauern und erlaubt die Konstruktion von Raumschiffen und macht alle Städte auf der Karte sichtbar. Hm. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch bauen. Bauen wir auch noch. Ach. Ja, komm. Bauen wir gleich. Bauen wir gleich. Apollo-Programm. Würde ich sagen, unbedingt. 1, 2, 3, 4. So, Peking. Mann, hier schon fett die Hochhäuser in Peking. Aquädukt.
Aquädukt. Aquädukt gebaut, das ist gut, aber Peking ist, die Leute sind so ein bisschen unzufrieden. Da müsste man eine Kathedrale bauen oder auch mal vielleicht einen Marktplatz hier mal ein bisschen Geld scheffeln. Ja, wobei wir finanziell jetzt schon halbwegs ausgeglichen dastehen. 1, 2, kommen wir hier oben, kommen wir nicht weiter. Ach komm, dann gehen wir nach Sevastopol und knallen eben da ein paar Einheiten weg. Was soll's, ha? So, wunderbar, Eisenbahnnetz gedeiht. Auch, Freunde, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Das könnte was werden hier. Das könnte was werden. Jetzt bauen wir hier nochmal ein paar Siedler. Schön befestigen. Wo kommt der eigentlich her? Der kommt aus Uruk. Oh. Ach komm. Bauen wir auch eine Eisenbahn. Jetzt kommt der wieder. Eieieiei. Kiew hat, glaube ich, 2 Einheiten. Moskau hat nur 1 Einheit. So, ist die Frage. Machen wir hier, ich würde sagen, einen Wald können wir noch weghauen, weil hier oben haben wir auch noch quasi ein Feld, was wir bewirtschaften können mit Produktion. So, jetzt haben wir hier schon mal Eisenbahn zwischen unseren Städten geschaffen. Das ist sehr gut. Hier nochmal eine Straße bauen. Ach ja, ja, ja. Ich denke, das könnte was werden hier. Das könnte was werden. Jetzt kommt der Russe da mit dem Siedler. Also, das ist ja albern. Das ist ja wirklich albern. Ninive baut eine Bank. Wunderbar, wunderbar. Das bringt wieder ein bisschen Geld. Und baut jetzt nochmal Ninive, vielleicht ein Kolosseum oder Powerplants. Ja, ach, da habe ich auch Bock drauf. Produktion steigern, damit wir dann schön Bauteile für unser Raumschiff bauen können. Hier, Powerplants. Zack. Alter, das gibt mal richtig Produktion. Und dann bauen wir hier, SETI-Programm bauen wir jetzt, glaube ich, ne? Nee. Wir bauen das Apollo-Programm und bauen jetzt mal hier den Hoverdamm. Das finde ich geil, ja. Es gibt nämlich auch nochmal Produktion. Meine lieben Freunde, es läuft richtig gut. Wir sind auf dem Weg, na, noch nicht ganz Richtung Alpha Centauri, aber schon so fast. Und wenn du sehen willst, wie das Ganze hier ausgeht, ob der Russe nochmal erstarkt oder welche Städte es noch so gibt hier auf der Karte, nachdem das Apollo-Programm gebaut ist, können wir nämlich sehen, welche Nationen es noch gibt. Dann bleibt doch einfach dran, schalt beim nächsten Mal ein, gib mir einen Daumen hoch, abonniere mich. Ciao, tschüss, dein Lumi.